Poki, ich hab dich ja lieb, aber gerade hab ich dich nicht so doll lieb. Ja, weniger lieb. Hier die Tür, die können wir, glaube ich, damit aufschließen, wie ich die Komplettlösung vorhin richtig gelesen habe. Schlüssel. Benutze Schlüssel mit Tür. Ja, komm. Es ist doch hier die Tür, oder? Dann ist es wohl eine andere Tür. Geh zu Flur. Welche Tür ist es denn, die wir jetzt aufkriegen müssen? Ich weiß, dass wir eine Tür mit diesem Schlüssel jetzt öffnen können. Ich weiß sogar, was da drin ist in dieser Tür. Ich denke doch, dass es diese ist. Speichern. Vielleicht können wir diese Tür benutzen. Mal sehen. Ah, es ist diese Tür. Wow, das hat geklappt. Hinein. Jo. Wo sind wir denn hier gelandet? Ein Portschwer. Das klappt so nicht. Schade. Ach Mensch. Okay, dann schauen wir erstmal alles an. Wirkt sehr christlich hier. Ja, ein kleiner Andenkenschrein an den lieben, ja, an den Sohn von Dr. Marcel Putzi. Hallo Putzi. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Beruhigend. Sehr beruhigend. Sieh doch nur, Harvey, der gute alte Putzi. Wie lieb die beiden spielen. Fast wie früher. Sehr beruhigend. Ja. Gib Poloschläger an, Putzi. Nein, tu es nicht. Klingt weniger österreichisch als üblich, der gute Putzi. Aha. Lass das. Klar doch. Lass das. Klar doch. Lass das. Klar doch. Lass das. Klar doch. Gib Schere an, Putzi. Nein, Nehme tu's es. nicht! Mod ist heute übermäßig aktiv im Stream-Chat. Lass das. Klar doch. Lass das. Klar doch. Lass das. Niemals. Lass das. Klar doch. Lass das. Lass das. Der hat so eine beruhigende Stimme, dieser Teddybär. Irgendwie kann ich, irgendwie habe ich das Gib Gefühl. Messer an, Putzi. Irgendwie habe ich das Nein, tu's Gefühl, dass nicht! ich heute Abend sehr gut schlafen werden kann. Ja. Lass das. Lass das. Lass das. Naja, so gruselig ist das auch Lass nicht. das. Ey, sag mal so, alle Leute, die den Teddybären jetzt gruselig finden, die sollten dann, wenn ich irgendwann mal eines Tages Harveys neue Augen spiele, die sollten das dann lassen. Die sollten das, Lass die das. sollten von diesem Projekt dann Abstand halten. Die sollten das Projekt dann lieber nicht angucken. Lass das. Das
das ist so ein kleiner Vorgeschmack darauf. Das wird es dann sowas in der Sache, sowas in der Art wird es da öfters geben. Ja, reden mit Putzi, das haben wir auch noch nicht probiert. Hallo Putzi. Putzi muss Harvey töten. Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Putzi muss Harvey vernichten. Aber es ist so schön, also nochmal. Putzi benutzen. Hallo Putzi. 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 Ach ja, immer noch der alte Putzi. Mutti. Psst. Das Spiel ist bis jetzt noch nicht abgestürzt. Psst. Sag's nicht zu laut, sonst passiert's wieder. Ich speichere hier mal kurz. Mir ist bloß gerade aufgefallen, dass seit 5 Minuten das Spiel nicht abgestürzt ist. Psst. Jetzt haben wir es dreimal gesagt, jetzt passiert's wieder. Ha. Hausaufgabenbuch. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mattis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Mhm. Harvey, weißt du was darüber? Oh ja, sicher. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Na was? Wir können also Unterschriften fälschen. Erinnerst du dich hieran, Harvey? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Alfred und du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Der Hornbusch war kotzlangweilig. Oh bitte, ja. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wiedererlerne? Tempomorphing. Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Ja, bitte. Tempomorphe mich in die Vergangenheit. Ja, Tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Wusch. Wugi, wusch. Genau so. Die Kindheit. Oh, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Das macht mir doch Freude, wenn ich diese Worte höre. Das Rätsel alleine lösen. Erstmal einen Schluck. Mal einen Schluck Apfelschorle trinken. Mein Herz ist ziemlich kratzig. Ich habe zu doll gebrüllt. Okay, Harvey kann sich frei bewegen. Doch bitte nicht. Ich muss hier weg. Ich muss den Stream jetzt leider beenden. Ich bin schon zu kaputt. Das geht heute nicht mehr.
was wohl der Mann oben links dazu zu spoilern hat. Einiges bestimmt. Wollen wir es machen? Modi, wollen wir es? Sag du. Wollen wir erst erkunden und dann den reden lassen? Die Welt ist viel zu groß, um für längere Zeit irgendwo eingesperrt zu bleiben. Okay, wir wollen. Dann lassen wir mal den Pookie reden. Dann könnte ich mal für ein paar Sekunden schweigen. Ist besser so, ich habe gerade Halsschmerzen bekommen. Ich habe Corona. Ja. Herr Hornbusch ist einer der uninteressantesten Charaktere in Edna bricht aus. Aber an dieser Stelle möchte ich mal ein paar Worte über das Farbschema der Charaktere verlieren. Darüber darf man keine Witze machen. Nach welcher Logik ich halt manchen Charakteren in Haut und Augen Fehlfarben verleihe. Das geschieht rein intuitiv. Ich glaube, es hat etwas mit Menschlichkeit zu tun. Wenn sie ihre Menschlichkeit verlieren, sieht man das den Leuten auch an. Herr Hornbusch konnte von Edna niemals als tatsächlicher Mensch gesehen werden. Sprechend ist er blau. Oder aber stammt aus der Sesamstraße, das kann natürlich auch sein. Der kommentiert viel besser, sagt Modi. Herzlichen Dank, Modi. Du auch. Du auch nicht. Oder, ja, keine Ahnung. Ich kann Mathe nicht ausstehen. Ach was, du kannst Mathe nicht ausstehen. Da kenne ich ja gar keinen, dem das so genauso geht. Das ist so. Da habe ich ja gar kein Verständnis dafür. Dass du Mathe nicht lernen kannst. So, Shadow and Knight meldet sich im Chat zu Wort. Endlich mal ein zweiter, der im Stream mal was schreibt. Der arme Herr Hornbusch. Ja, wieso der arme Herr Hornbusch? Acht Zuschauer. By the way, Fails scheinen Erfolg zu bringen. Ja. Fails sind menschlich. Das sind ja nicht meine Fails. Okay, der eine Fail war meiner, wo ich gerade eben auf Beenden geklickt habe, aber das war ich ja keine. Ich erkenne ein Muster. Aha, ich erkenne auch ein Muster. Alfred. Alfred ist schon ein selten dummer Schnösel. Edna sieht irgendwie unglücklich aus. Ach was. Die sitzt im Unterricht bei Herrn Hornbusch. Sitzt bei Herrn Hornbusch im Unterricht und es muss Mathe machen und es und sieht traurig aus. Ach, was. Sein oder nicht sein? Shadow and Light, wieso kannst du mir das mal erklären, warum der arme Herr Hornbusch? Hast du irgendwie ein Mitleid mit Herrn Hornbusch? Also, ich habe gerade Mitleid mit Edna. Dass die jetzt hier im Unterricht festsitzen muss bei dem Kerl, aber also es ist jetzt relativ wenig mit Herrn Hornbusch, schon gar nicht mit Alfred. Oh, eine wunderschöne Aussicht an einem sehr warmen Sommertag und Edna darf nicht nach draußen. Was für ein seltsames Gefühl. Das kann nicht wahr sein. Es gibt sogar ein Riesenrad. Draußen ist so wunderschönes Sommerwetter. Es ist warm, draußen passiert so viel. Der Freizeitpark ist in der Stadt. Edna muss drinnen bleiben und darf nicht nach draußen gehen. Das ist doch furchtbar, oder? Könnt ihr euch sowas vorstellen? Das wäre ja. Das ist ja eine fürchterliche Situation. Das wäre ja fast wie Quarantäne. Das ist ja wirklich. Ich habe immer Mitleid mit Mathelehrern. Ich meine, die müssen 24/7 sich mit sich selbst im Raum sitzen. Auch eine Art der Perspektive. Das kann nicht wahr sein. Es gibt sogar ein Riesenrad. Das ist auch eine Sache, wie man das sehen kann. Das Wasser sieht herrlich aus. Die Eisbude war vorher nicht da. Die scheinen ganz neue Sorten zu haben. Und die Sonne scheint. Heute ist der wärmste Tag des Jahres. Wer heute nicht rausgeht, hat vielleicht den Sommer verpasst. Ja, das ist.
Ja. So traurig hey, drin sitzen die zu haben eine müssen. Neue Rutsche auf dem Spielplatz. Da muss man sich irgendwie von ablenken, dass man nicht rausgehen darf und ja, irgendwie drin sitzen muss. Das ist am besten, man, ja, vielleicht guckt man mal einen Stream auf YouTube. Das wäre eine Sache, die vielleicht würde das irgendwie helfen zur Ablenkung.